Moin, das sind Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy 15. Wir müssen erstmal mit Iris reden, damit wir startklar sind, um nach Calm zu fahren, um dann nach Altissia zu fahren. Hab voll getankt. Danke. Alter, hoffentlich hast du es gezahlt und tust es nicht an unsere Rechnung. Geht's bald los? Was soll denn das jetzt heißen, Digga? Ich hatte gerade mein klimatisiertes Hotel und da fragst du auch noch so assihaft, geht es los? Also, sag mal, es hackt bei dir. Kommt, fahren wir endlich. Aber oh, ich bin voll gegen den Stuhl gefallen. Morgen, fertig zum Aufbruch? Ja. Hoffentlich furzt du nicht. Och, 5 km/h, ist das dein Ernst? Yo, Leute, scheiß mal auf die ganze Lore, die jetzt hier gelabert wird. Ich setze jetzt mal einen Cut, denn das was für 5 km/h, Digga. So lange warte ich doch jetzt nicht. So, bis gleich. Seht mal, Leute! Ausgerechnet jetzt. Noch so eine Basis. Halten wir an. Markt! Keine Sorge, wir packen das. Oh, krasser Feldzug. Ich war gerade irgendwie eine ganze Zeit nur am Video geschaut. Auf einmal geht's hier munter weiter. Wir sollen wir irgendwelche Basen infiltrieren? Anscheinend, immer wenn jetzt irgendeine Basis an uns vorbeifliegt, sollen wir die infiltrieren. Okay. Willst du sie stürmen, Noct? Das sind wir Jared schuldig. Ja, und Talcott auch. Iris, warte hier auf uns. Gut. Was hat bitte Jared mit dieser Basis zu tun? Die Basis ist angegriffen. Alter. Rob, du richtig braun geworden. Ich muss die Umgebung erst noch analysieren. Wir sollten uns der Basis nähern und einen Plan ausarbeiten. Mhm. Gut, können wir jetzt weiterfahren. So. Da. Basis. Nein, ich möchte Basis. Rachefeldzug. Los geht's, Leute. Okay, dann geht's weiter zur nächsten Basis. Na, wunderbar. Na, wunderbar, ist eine gute Beschreibung. Wieder eine Basis. Na gut, dann müssen wir jetzt durch. Da musst du durchkommen, wenn du frosch werden willst. Sie ist ganz alleine. Keine Sorge, sie ist eine Amicitia. Wer ist eine Amicitia? Ich hab gar nicht zugehört. Kann ich hier einfach rüberspringen? Nö. Ah, Jungs. Warte. Ja, Iris ist aber keine begeisterte Kämpferin, oder? Blöde Frage. Wir sollten uns nicht mehr Zeit als nötig lassen. Deine Schwester kann man mal raten. Obwohl, ich würde wahrscheinlich auch sauer sein. Denn warum jetzt die Zeit verschwenden für irgendeine Basis? Die steht doch hier einfach nur. Lauf! Ach der! Scheiß Schokobo. Mann, wieso schräubst du dich Danke. Jetzt? Okay, bis bald, Kleiner. So bald laufen. Ich hab keinen Bock, da von diesen Panzers gesehen zu werden. Perfekt. Die erstmal aus dem Weg gerannt. Jetzt lass mich doch weiterlaufen. So, oh nein, da sind ja auch noch. Nein, ich habe keinen Bock auf diese Panzers oder was auch immer. Mechs. Nicht Panzers. Panzers ist was anderes. Das ist ein Panzer. Wie auf den Nacht. Lassen wir die Waffen sprechen. Oh, nee, Digga. Fahrzeug. Okay. Haben wir jetzt hier mal aufgeräumt. Schneller, Noctis. Ich will das hinter mir bringen. Yeah.
Gut. Jetzt können wir aber hoch. Yo. Yo. Yo, yo, Vicky. Ja. Was ist das für eine komische Basis, also, Digga? Wie lautet der Plan? Wir nehmen den Brigadegeneral. Als Geisel. Die Zahl ihrer MI ist unbegrenzt. Und Maschinen verraten uns keine Informationen. Zunächst teilen wir uns auf. Prompto und Gladio lenken den Feind ab. Kein Problem. Im Leute irritieren bin ich gut. Noct, bist du bereit? Ja, Operation Geiseldrama läuft. Operation, noch eine dumme Infiltration, läuft. Das wird ein Nachspiel haben. Dieser Hanea ist nicht zu erreichen. Zu all dem Ärger. Ihr Fehlverhalten stellt mich in einem ganz schlechten Licht dar. Wir müssen ihn überwältigen. Folgen wir ihm. Ich gebe dir das Signal zum Handeln. Lass dich nicht von ihm entdecken. Okay. Werde ich das schon hinkriegen. So, geh mal hinter deine Paywall. Kann ich die jetzt nicht überwältigen, die hier vorne? Was führt Kanzler Isunia nur im Schild? Ob er mich etwa von Commodore Highwind bespitzeln lässt? Aber den kann ich doch jetzt ausschalten. Ja. Geh ich mal kurz. Ja, den kann ich. Nein! Oh. Der hätte fast den Falschen ausgeschaltet. So, vielleicht den nochmal. Haben wir hier noch einen? Da hinten. Komm, wir sehen ihn doch an. Okay. Die Luft ist rein. Überall schickt er mir diese verdammte Söldnerbraut auf den Hals. Er vertraut ihr auf menschlicher Ebene, sagt er. Und das von dem Mann, der sein Vertrauen in Magitech-Soldaten setzt. Ich gebe zu, dass mein Vertrauen mit mir in Lestalum durchgegangen ist. Den Butler hätte ich nicht töten müssen. Aber das gibt dieser Aranea noch lange nicht das Recht, sich den verdammten Prinzen vor ihrem General zu schnappen. Die kann ich alle nicht töten, weil die im Blickfeld von dem General sind. Die kann ich töten. Wer ist da? Hä? Die Lage ist aussichtslos. Wow. Ziehen wir uns schalte ihn doch komplett aus. Ist das jetzt dein Ernst? Ich gebe zu, dass mein Temperament mit mir in Lestalum durchgegangen ist. Den Butler hätte ich nicht töten müssen. Aber das gibt diese Aranea noch lange. Ja, ja, du mit deinem Butler. Nee, warte mal, hier sind wir doch gekommen, oder? Nee, hier geht er lang. Ich kann halt keinen von denen jetzt killen. Weil sonst bin ich aufgeflogen. Dann gehen wir jetzt erstmal hier runter und verstecken uns. Er wird ganz sicher hier lang gehen. So. Ah ja, der läuft schon in diese Richtung. Scheiße. Warte, wir gehen hier rum. Ja, komm, komm. Bisschen schneller, Obi. Ich muss diese zwei Wachen irgendwie. Ja. Weg haben. Oder ich teleportiere mich dahin und dann. Ist Schicht am Schacht. Ein letztes Mal versuche ich noch Aranea zu kontaktieren. Ihr bleibt alle in Bereitschaft. Wenn Commodore Highwind kommt, schickt sie zu mir. Oh, das sieht jetzt gut aus. Ich würde halt noch lauter laufen. Wieso kann ich ihn jetzt hier nicht überwältigen? Hallo?
Das hätte er auch gar nicht mitbekommen. Nocht, pirsch dich von hinten an und überwältige ihn. Ja, gut, und dass du es mir erst jetzt sagst. Ja, ich weiß. Ich bin noch hinter ihm. Ah, jetzt. Gut, wir haben's. Gut gemacht, Nocht. Weiter so. Los, das war das Signal. Nocht, geh zu den anderen beiden. Ich kümmere mich um Kalli. Hä? Ich dachte, wir nehmen ihn Geisel. Okay, sei vorsichtig. Guter Plan, Jungs. Scheiß mal auf die Geisel. Wir lassen die jetzt einfach da liegen. Aua, hör auf umzufallen. Und da ist der Energiekern. Hier! Ja, kennen wir schon. Ernst jetzt! Nimm das! Gut, hau mal ein bisschen drauf hier. Gut. Generator kaputt. Immer schön. Gut, Promptos Angriff hat nicht wirklich viel gebracht. Das war ein starker Angriff. Oh, er ist unten. Dort. So langsam geht er auf dem Zahnfleisch. Beenden wir es. Keine. Er ist down. Gut gemacht, Jungs. Und eine weitere Basis. Aua! Und eine weitere Basis geschafft. Wenigstens wart ihr erfolgreich. Was soll das heißen? Wo ist der Neffe? Ich habe ihn den Meldatio-Jägern übergeben. Doch eben haben sie mich kontaktiert. Ihm ist die Flucht gelungen. Das nächste Mal kriegen wir ihn. Wow. Best Job ever. Also das war ja so gut. Gut, Jungs. Haben wir doch mal wieder was geschafft. Ganz entspannt. Na, mein Hübscher. Na, dann zeig mal, was du drauf hast, Kleiner. Aranea. Bereit fürs Jenseits? Was willst du von mir, Digga? Jo! Wildes Biest! Kann die Tussi jetzt mal aufhören, nämlich die ganze Zeit fertig zu machen? Auf nimmer Wiedersehen! Chill mal! Digga, bist du eine Auftragsmörderin oder warum treibst du so? Boah, schön den Kopf in die Wand. Hab ich wohl unterschätzt. Alle auf die Frau. Scheiße. Alles okay? Ich komm klar. Wo ist die Alte jetzt? Zeig mal, was du drauf hast. Bring dir das zu Ende. Schnell und schmerzreich. Und ich hab eine Frau getötet. Yeah. Schade, schon Feierabend. Schade, sie ist doch nicht tot.
Mein Pensum ist erfüllt. Schluss für heute. Bin kein Fan von Überstunden. Die werden mir nämlich leider nicht bezahlt. Na dann, bis zum nächsten Mal, mein süßer Prinz. Also hatte ich recht. Sie war doch eine Auftragsmörderin. Wer zum Teufel war das? Bestimmt von den Niefelheimern. Und hoffentlich geht's ihres gut. Keine Sorge, bestimmt. Lassen wir sie nicht. Und die wollte uns wahrscheinlich gerade umbringen. Danger passt aber nicht gut gemacht. Digga, habt ihr es ihnen gezeigt? Ja. Kinderspiel. Darf ich später vielleicht zu euch aufs Zimmer kommen? Die Stadt gefällt mir echt total gut. Ja. Ah, endlich erwische ich dich mal. Das bist du doch, oder, Noctis? Dino hier am Apparat. Der Steinschleifer. Genau, der Steinschleifer. Wir haben uns schon viel zu lange nicht gesehen. Schaut doch mal am Galdienkai vorbei, wenn ihr Zeit habt. Okay, verstanden. Wo hat der meine Nummer? Voll was wäre von mir, Digga. So, der hat mir selbst nicht mal ein scheiß Boot gegeben. Okay, Leute. Dann was ist mal mit der Folge im nächsten Folge? Wie geht's denn nach Kap Kalen? War es richtig ausgesprochen? Keine Ahnung. Gut, ich hoffe, ihr habt es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.